Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge meiner Preview-Reihe hier vom 29. Spieltag Eintracht Frankfurt gegen 1899 Hoffenheim. Es regnet in Frankfurt und wir sehen hier, der 5. spielt gegen den 7. 5 Punkte Trense. Ist also ein sehr interessantes Spiel, denn es kann für die Frankfurter den bedeuten beim Sieg, den Abstand zu erhöhen und andersrum bei Hoffenheim mehr aufzuholen. Hoffenheim hat die beste Abwehr hier bei mir mit 39 Gegentreffern. Das ist in echt nicht so. Und ja, da haben wir schon mal die Hoffenheimer Mannschaft. Und jetzt sehen wir die Eintracht-Elf. Radetzky im Tor, davor Valette, Abraham, Salcedo. Im Mittelfeld Hasebe. Im offensiven Mittelfeld Willems, Fabian, Boateng und Chandler. Und im Sturm Ante Rebic, Sebastian Haller. Auf der anderen Seite ist Baumann im Tor. Davor Zuber, Hübner, Vogt, Nordfeit und Kaderbarek. Im Mittelfeld Gnabry, Polanski, Demirbay und im Sturm Markgut und Sandro Wagner. Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne ein Like da lassen und jetzt viel Spaß hier mit den Highlights dieser Partie Frankfurt gegen Hoffenheim. In diesem Spiel kann sehr, sehr viel los sein und das sehen wir hoffentlich auch. Der Ball rollt, Frankfurt hat angestoßen, spielt von links nach rechts in den komplett weißen Trikots. Hoffenheim in komplett blau von rechts nach links und Frankfurt will hier gleich mal am Anfang zeigen, wer hier Hausherr ist. Sie sind schon gleich im 16er, ah, das war ein Pass zu viel. Wir sind in der 6. Minute, Boateng schießt, Boateng trifft, 6. Minute, Frankfurt führt 1:0 gegen Hoffenheim. Da sehen wir es nochmal. Locker mal 20 Meter hier, wenn nicht sogar ein bisschen mehr noch. Zieht er einfach mal ab. Und Baumann, ja, warum hält er den nicht? Ah, okay, der dreht sich so rein. Da stand er halt ein bisschen falsch, der Baumann. Aber er konnte auch nicht wirklich damit rechnen, dass er so einen Schuss aufs Tor bekommt. 13. Saisontor für Boateng. Und Hoffenheim kommt. Nee, kommt nicht. Fabian kommt erstmal. 11. Minute. Fabian wird gefoult von Gnabry. Wagner, 1:1, 11. Minute, ich habe ja gesagt, dass es hier abgehen kann und so ist es auch, die beiden Teams, die wollen einfach Offensive pur zeigen und das machen sie hier. Fabian ist allerdings nach diesem Foul hier verletzt, wie man sehen kann, nach dem Foul von Gnabry hätte man abpfeifen können, dann wäre dieses Tor nicht passiert, wurde nicht und somit steht hier 1:1. Wagners 13. Saisontor auch für ihn, genauso wie Boateng. Und Frankfurt kommt wieder. 24. Minute Willems auf Hasebe. Da ist Boateng. Boateng, er schießt wieder. Aber diesmal kann Baumann zur Ecke klären. Nee, der Ball bleibt sogar noch drin. Also Hoffenheim kann diese ganze Situation hier klären. Wir versuchen jetzt selber mal einen Angriff. Dem hierbei. Und jetzt ist der Ball schon wieder weg. Und jetzt kommt Abraham. Also es geht echt hier mal hin und her. Willems, da ist Fabian, da ist Boateng wieder. Boateng, knapp vorbei. Also der hatte hier Lust. 28. Minute, sein nächster Schuss, sein dritter schon. Sein dritter sehr guter Schuss. Und dem hierbei kommt jetzt mal. Spielt auf Gnabry, der ist komplett frei. Gnabry, was macht er? Gnabry, er wird gelegt von Hasebe. Nee, Salcedo ist es. Salcedo legt hier in der 31. Minute Gnabry im 16er. Und somit gibt es hier Elfmeter für Hoffenheim. Einfach sehr, sehr dumme Aktion. Er war nicht alleine, hätte also da locker mit Hasebe oder Abraham hier noch was richten können. Aber jetzt erstmal Wagner gegen Radetzky. Wagner läuft an und er trifft Mitte.
Radetzky springt weg, sonst hätte er den Ball gehabt. Also 2:1 für Hoffenheim. 31. Minute. Wagner Doppelpack. Das 14. Saisontor von ihm. Und Frankfurt kommt mal wieder mit Boateng. Mit der Hacke zurück. Da ist Fabian. Fabian schießt an den Pfosten. 44. Minute. Dieser Schuss hätte ein 2:2 verdient gehabt, finde ich. Es gibt noch eine gelbe Karte für Uth. Nach einem Foul. An wem? An ihm hier, es ist, Hasebe wieder fliegt, und er muss sogar raus, Hasebe, Mascarell kommt für ihn auf den Platz in der 45. Minute, das ist natürlich bitter, bei Mascarell ist auch nicht so schlecht, und Hoffenheim kommt aber mit Wagner, da ist Uth, aber der Ball ist erstmal weg, und Frankfurt hat ihn jetzt, aber jetzt ist Abpfiff, es geht zur Halbzeitpause, wir haben ein sehr, sehr starkes Spiel hier gesehen in der ersten Halbzeit. 2:1 führt Hoffenheim, aber dieses Spiel ist noch lange nicht entschieden, würde ich sagen. Da kann noch viel passieren in der zweiten Halbzeit. Beide Teams, wie gesagt, sehr offensiv. Und ja, Hoffenheim mit ein bisschen mehr Glück, würde ich sagen. Aber ja, die Statistiken werden schon zeigen. Denk mal, hier sehen wir sie. Also, wir sehen sogar, dass Frankfurt ein bisschen besser ist als Hoffenheim. Und somit unentschieden wäre gerechtfertigt. So, zweite Halbzeit läuft jetzt. Hoffenheim spielt jetzt von links nach rechts und hat den Ball erstmal. Es gibt übrigens einen Wechsel. Jovic für Rebic ins Spiel und Fallett geht raus. Tarata dafür rein. Also Frankfurt hat zweimal gewechselt und Radetzky macht hier einen super Fehler gegen Uth. Uth macht hier das 3:1. 50. Minute. Was war denn das für ein Aussetzer von dem Finnen Radetzky? Wir können es mal sehen, er wollte passen zu wem denn eigentlich, wer ist denn das? Salcedo ist es. Aber Uth holt sich den Ball und schiebt ihn ein. Das ist ja sowieso keine Schwierigkeit dann mehr. Radetzky. 3:1 für die Hoffenheimer. Achtes Saisontor für den nächsten Schalker und die Frankfurter müssen mal wieder was zeigen. Sie kommen über Chandler. Mit Boateng nehmen sie mit. Da ist Mascarell. Mascarell läuft. Mascarell schießt. Mascarell trifft. 3:2 nur noch aus Sicht von Hoffenheim. 52. Minute. Direkt der Anschlusstreffer wieder. Für die Frankfurter. Und was für ein Weitschuss wieder. Ist man gar nicht von Mascarell gewohnt, dass er ein Tor macht. Aber da hat er abgezogen. Und wieder so weit entfernt. Sogar noch ein bisschen weiter als Boateng. Und warum hält Baumann diesen Schuss nicht? Den hätte er echt haben müssen. Hat er nicht gemacht und somit halt das Tor hier. Mascarells zweites Saisontor. Das kann sehr wichtig werden. Und wir sehen eine Ecke. Mascarell, da ist der Prince Boateng. 58. Minute. 3:3. Frankfurt ist back. Was für ein Spiel hier. Es geht tatsächlich immer hin und her und jetzt hat Frankfurt geschafft, aufzuholen, unentschieden wiederherzustellen und nach einer Ecke sind sie einfach brandgefährlich hier. Baumann kommt nicht mehr dran, Boateng nickt ein und macht hier auch seinen Doppelpack, genauso wie Sandro Wagner. 3:3 und dann zugriffen auf den Griezmann-Jubel, was will man mehr? Das 14. Saisontor auch von ihm hier, der Prinz zeigt eine sehr, sehr starke Partie und jetzt macht Abraham den Fehler hier. Uth wieder. Abraham. Uth macht ihn rein. Radetzky ohne Chance. 4:3. 61. Minute. Frankfurt schenkt Hoffenheim hier 2 Tore. Wieder das gleiche Prozedere. Ach, das ist echt bitter hier. Jetzt holen sie schon auf und dann reicht es trotzdem nicht. Bitter, bitter hier für die Hausherren. 4:3 schon wieder Rückstand. Ob sie jetzt nochmal aufholen können, das ist echt die Frage.
neunte Saisontor für den Hoffenheimer. Und da ist Zuba. 64. Minute. Zuba flankt auf Demirbay macht hier das 5:3. Was ist denn hier los? Echt? Das kann man ja gar nicht in Worte fassen. Zuba da flanken. Und Demirbay macht mit rechts, obwohl der Linksfuß ist, den Ball rein. Radetzky war ja noch dran. Er konnte aber nicht mehr komplett zur Seite ablenken. Einfach Pech. Und ja, hier das 5. Saisontor von dem Mittelfeldspieler aus Hoffenheim. Gnabry geht runter. Dafür kommt Grilic in die Partie bei Hoffenheim in der 65. Minute. Und Nico Schulz für Zuba in der 69. Minute. Frankfurt muss hier mal was zeigen noch. Lukas Rupp für Polanski in der 73. Minute. Somit hat Hoffenheim alle Wechsel auch durch. Frankfurt hat sie ja schon in der Pause durchgehabt. Und Uth kommt nochmal. Uth. Was macht er? Uth schießt an die Latte, beziehungsweise Pfosten. Aber Frankfurt kann den Ball jetzt hier halten. Und wir sind in der Nachspielzeit der 90 Minuten. Mascherell flankt. Da ist Chandler. Und nochmal Ecke, weil Baumann den Ball hält und zur Ecke klärt. Es gibt nochmal eine Chance, hier wenigstens das 5:4 zu machen. Chandlers Schuss sehr, sehr stark. Hat aber nicht sein sollen. Und nochmal, Mascherell. Alea, 5:4. Und wer hat die Vorlage gemacht? Radetzky. Radetzky macht hier einen Scorerpunkt. Das können wir gleich nochmal in der Wiederholung sehen. Mascherell flankt und dann mit dem Kopf schön vorgelegt und Alea steht perfekt frei. Kein Abseits, Baumann kann den nicht mehr halten, das ist klar. Aus dieser Entfernung und Alea, ja, macht hier halt noch den Anschlusstreffer. 5:4 aus Sicht von Hoffenheim. Das ist leider für Frankfurt zu wenig bisher. 18. Saisontor schon von Alea und es gibt jetzt hier nur ein paar Sekunden, dann ist diese verrückte Partie zu Ende. Sie ist zu Ende. Der Schiri pfeift ab. Frankfurt verliert zu Hause 4:5 gegen Hoffenheim. 9 Tore haben wir gesehen. Zur Pause stand es 2:1. Und Radetzky kann es auch nicht fassen, dass ihm dieser Fehler unterlaufen ist. Und dann Abraham auch nochmal der Fehler unterlaufen ist. Nicht Sassetto, sondern Abraham Wagner, wie es aussieht. Spieler des Spiels. Ich würde sagen, Boateng war Spieler des Spiels eher, weil der hat viel mehr gemacht als Wagner noch zusätzlich. Aber ja, hier sehen wir nochmal alle Torschützen. Heftig, heftig diese Partie. Unverdient verloren Frankfurt, denn sie haben ja, wie gesagt, 2 Tore geschenkt. Hoffenheim hätte vielleicht da nicht diese 5 Tore schießen können. Aber das sind halt noch, das kann man hinterher locker sagen. Wir sehen auch hier, dass Frankfurt viel besser ist als Hoffenheim. Wie gesagt, sie hätten nicht verlieren dürfen. 7:2 Ecken auch. Also, Frankfurt hat hier richtig Gas gegeben zu Hause. Das bedeutet, Frankfurt hat verloren. Hoffenheim ist ranrückt auf 2 Punkte, wie ich es am Anfang gesagt hatte, dieses Videos. Das kann für Hoffenheim sehr gut sein, aber auch für Frankfurt und für Hoffenheim sieht man jetzt 2 Punkte nur noch. Ja, das war die Preview hier auf Martin TV und jetzt müssen wir uns ganz mal beruhigt überlegen, wie kann es ausgehen in echt. Das wird ein Unterschied, das wird ein 2:2 würde ich sagen. Wenn ihr andere Meinung seid, schreibt es in den Kommentaren, lasst es mich wissen und dann bedanke ich mich schon fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Außerdem natürlich noch ein Abo, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video uns wieder. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüss, Sikorski.